willkommen zu einem neuen Video. Ich war ja, wie ihr wahrscheinlich auf meinem Kanal anhand des Follow Me Around schon gesehen habt, auf der Pferd und Jagd. Und ich dachte, ich drehe auch direkt das Ausbeute-Video und lade es auch direkt hinterher hoch. Denn ich habe natürlich auch allen möglichen Kram gekauft. Und ja, dann fangen wir auch direkt mal an. Das erste, was ich mir gekauft habe, war aus der Eskadron Herbst-Winter-Kollektion die Bicolor in Black Dark Red. Und haben mir natürlich auch die passenden Bandagen dazu geholt. Weil Missy ja schwarz ist, habe ich gedacht, nehme ich lieber die Dark Red Bandagen und bandagiere dann halt eben in Dark Red. Genau. Und für die Schabracke habe ich nur 60 Euro bezahlt. Habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Und ja, das war das erste Set. Dann als zweites gab es ein Eskadron Outlet von Klavunde. Und da gab es die Cotton, also auch ältere Cotton, für 24,95 meine ich. Und zwei für 45, da musste ich natürlich auch zuschlagen. Und als erstes habe ich mir die Poison Green geholt. Natürlich auch mit passenden Bandagen dazu. Also das ist dann einmal das Set hier. Und die zweite, die ich mir bei Klavunde geholt habe, ist diese hier. Ich meine, das ist die Orchid, aber ich bin mir nicht ganz sicher mit den Bezeichnungen. Es gibt ja Lilac, Lavender und Orchid und ich meine, das ist Orchid. Und natürlich auch mit den passenden Bandagen dazu. Und dann habe ich ja gerade meine ganzen VS-Schabracken verkauft, weil ich ja jetzt auf den Dressursattel umgestiegen bin. Und hatte da eine wunderhübsche BR-Schabracke in VS. Und die habe ich mir jetzt auch nochmal in Dressur geholt, weil ich die VS halt eben verkauft habe. Und dazu habe ich auch noch passende Bandagen, die ich halt nicht verkauft habe. Ja, und das ist die BR Prune Purple, meine ich. So, dann habe ich mir, weil ich jetzt gemerkt habe, dass mein Putzkasten eigentlich viel zu groß ist und voll viel Platz wegnimmt im Schrank, habe ich mir eine Putztasche geholt von USG. Das ist die hier in grau-rosa. Und es ist halt nur so eine ganz kleine. Und hier sind halt noch so ein paar kleine Fächer an der Seite. Und ich glaube, das ist auch, wenn ich aufs Turnier fahre, ziemlich praktisch, weil man da nicht die Bürsten irgendwo in eine andere Tasche reinpacken muss, dann kann man einfach die einstecken. Ja, und dann habe ich bei Klavunde noch was richtig, richtig, richtig Tolles gekauft. Ja, und zwar ist das diese Decke hier. Es ist eine Dralon. Das ist meine allererste Eskadron Dralon Decke. Ich finde die ja eigentlich gar nicht so hübsch. Aber diese Decke hier musste ich unbedingt kaufen, weil die Farbe natürlich auch ein bisschen nach Eisblue aussieht. Und Eisblue ist ja sowieso mein absolutes Favorite. Und deshalb ist auch noch diese Dralon-Decke bei mir eingezogen. Und dann gab es beim Reiterladen Mustang, heißt er glaube ich, auch noch ein passendes Halfter dazu. Es ist nicht von Eskadron, aber das passt wunderbar, mal vergleichen hier und anhalten, wunderbar zu diesem Mint von der Eskadron-Decke. Und deshalb habe ich mir auch noch dieses Flauschi-Halfter dazu gekauft, weil es ist halt flauschig, ne? Und dazu habe ich natürlich dann auch noch den passenden Strick. Ja, und zu der Eskadron-Decke habe ich dann netterweise noch die Eskadron-Leckerlis von Klavunde geschenkt bekommen. Das war sehr, sehr nett. Also Klavunde kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Das war meine komplette Ausbeute von der Pferd und Jagd. Es ist ziemlich viel geworden, aber ich habe auch daraufhin gespart, um mir das jetzt alles leisten zu können, weil, wie gesagt, ich meine ganzen VS-Schabracken verkauft habe und jetzt eben einige Dressur-Schabracken brauche. Und ja, deshalb sind jetzt einige von der Messe bei uns eingezogen. Und bevor ich zur Messe gefahren bin, habe ich mir noch eine Schabracke im Internet bei eBay Kleinanzeigen bestellt. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass ich das Eisblue so toll finde. Und deshalb habe ich mir noch eine weitere Bicolor bestellt. Und zwar ist es halt die Light Nougat Ice Bicolor. Die habe ich gebraucht gekauft, sieht aber noch super aus. Und ja, aus der Kollektion habe ich ja schon bereits die Abschlitzdecke und das Halfter und die passenden Bandagen von Löster und oder Löstau, wie auch immer man es ausspricht. Und deshalb wird eben diese Schabracke auch demnächst auf dem Pferd landen. Ja, und dann freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn der Hintergrund nicht so der besonders hübscheste war.
Ich musste bloß irgendwie gucken mit dem Licht, dass ich vom Fenster aus filmen kann. Und ja, dann bis zum nächsten Video und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss!